Rahmenbedingungen, die passen hier aber sowas von. Zwei Mannschaften, beide motiviert. Wir gehen von einer ausverkauften Arena aus. Und das hat auch durchaus seinen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit. Sonnenschein, wunderbar, angenehme Temperaturen, kein Wölkchen zu sehen. Also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Die Nord- und Südkurve geben ein faszinierendes Bild ab. Dort stehen die einheimischen Fans und fiebern mit der großen alten Dame des italienischen Fußballs mit. Das wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, dass es heute hier um nichts geht, weil wir haben zwei herausragende Fußballmannschaften. Keylor Navas, Weltklasse! Und schon wieder Rettung in höchster Not. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Cristiano Ronaldo. Und er schießt. Großartig vom Keeper. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Er springt hoch zum Kopfball. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Mauro Icardi. Hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Mbappé mit der Hereingabe. Costa. Danilo. Matuidi. Tolles Gegenpressing. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Hier kommt Costa. Gute Defensivarbeit. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Costa! Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Einfach mal Langholz. Und schon wieder Einwurf. Und dann ist er weg, der Ball. Matuidi. Pjanic. Ramsey. Der kommt richtig. Oh, die Ball! Ganz misslungener Schuss. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor, der macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Neymar. Paulo Dybala.
Top probiert. Und der Ball ist über der Linie. Irgendwie sind sie nicht richtig auf Kuchen gekommen. Irgendwie haben sie einen Impuls gebraucht. Und er ist ein Spieler, der für diesen Impuls sorgen kann. Wieder einmal er, ganz wichtig für sie. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und damit steht's 1-0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Raus auf die linke Bahn. Siehst du das, wie sich... So, und nun ist Pause, durchatmen. Hansi, wie ist deine Einschätzung der ersten Hälfte? Sie haben sich diese Führung verdient. Sie waren klar die bessere Mannschaft, aber sie haben so manche Chance liegen lassen. Hoffentlich wird sich das im zweiten Durchgang nicht rächen. So, beide Mannschaften gehen in die Kabinen. Wir haben einen Treffer gesehen. Ausgang hier noch völlig ungewiss. Hälfte 2 läuft schon. Ich schätze, dass die Partie jetzt viel offener wird. Das muss sie ja auch bei diesem Ramsey. Das ist ein Torwart. Ramsey hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Ein Lupfer. Ja, warum denn nicht? Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Neymar. Und durch die Mitte. Mauro Icardi kann ihn machen. Mauro Icardi. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu... Mbappé! Viel zu weit am Tor vorbei. Sie kommen zumindest mal zum Abschluss und die Abwehr wird sagen, okay, solange ihr es aus dieser Distanz versucht, dürft ihr auch. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Die Idee war gut, nur der Ball ist am Ende nicht angekommen. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Der kann nicht nur defensiv, der backt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Juventus Turin hat am Ende des ersten Durchganges getroffen. Und hier steht's 1-0. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Er zieht durch. Das kann richtig teuer werden. Sie haben die Chancen, aber sie machen zu wenig draus. Das muss definitiv besser werden. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden und nach vorne. Er schießt! Vielen Dank, lieber Pfosten. So günstig bekommen sie es möglicherweise nicht mehr. Gut gelöst, die Situation. Bekommt er den? Er findet Costa. Abnehmer hätte er. Ball kommt von Costa. Da waren sie hellwach, gut gespielt. Er versucht. Taylor Navas, Weltklasse. Klasse Parade. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Er bringt ihn. Und mit dieser Aktion endet das Spiel. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen.